Hallo und willkommen zu meinem neuen Flohmarkt. Es ist wieder mal soweit. Wir lösen erstmal den letzten Flohmarkt auf. Und wie gehabt wird jetzt der, ich nenne es einfach mal Gewinner, wieder unten in der Videobeschreibung an erster Stelle stehen. Und ich werde ihn oder mehr zu sagen seinen Kanal auch hier oben unter dem i verlinken. So, du hast natürlich jetzt wie jeder andere auch hier in meinem Flohmarkt 7 Tage Zeit, mit mir in Kontakt zu treten. Dafür nutzt du bitte meine E-Mail-Adresse. Diese findest du in meinem Impressum auf meiner Homepage oder ich teile sie dir auch nochmal in deinen Kommentar mit, den du mir unter dem letzten Video geschrieben hast. In diesem Kommentar nehme ich auch Kontakt mit dir auf, aber bitte schreibe mir nicht in diesem Kommentar oder antworte mir nicht auf diesem Kommentar mit deiner Adresse, sonst ist sie öffentlich für jeden sichtbar. So, wenn du mir innerhalb von 7 Tagen antwortest, schicke ich dir natürlich schnellstmöglich dieses Reifendruckkontrollset zu. Und alles ist gegessen. Wichtig, gebe mir bitte eine korrekte Adresse, denn auch in den letzten Flohmarkts hatte ich wieder verstärkt Probleme, die Pakete zuzusenden. Was also bedeutet, ich werde dir das Paket zusenden, werde dir auf deine E-Mail antworten und werde dir natürlich auch eine Sendungsverfolgungsnummer geben. Bitte achte darauf, dass du auch das Paket entgegennehmen kannst. Da hatten nämlich einige meiner Mitspieler, nennen wir es einfach mal, oder Mitakteure im Marx Flohmarkt ein bisschen Probleme, ihre Pakete zu empfangen und waren dann nicht daheim, wenn die Pakete kamen, und dementsprechend konnten sie nicht in Empfang nehmen und dann kamen sie leider wieder zurück. Sowas will ich natürlich vermeiden, denn Versandkosten sind auch für mich relativ teuer. Und wenn ich Pakete 2-mal versenden muss, geht das bei mir auch ganz schön ins Geld. So, das dazu. Wie gesagt, wenn du dich nicht innerhalb von 7 Tagen bei mir meldest, verfällt natürlich der Anspruch auf den Artikel. So, das war es jetzt wirklich dazu. Und heute habe ich auch wieder was Schönes für euch. Ich habe wieder mal etwas ausgemistet bei mir zu Hause und habe hier ein rotes Videomic. Dieses Videomic habe ich mir so um die 2010 bis 2012 irgendwann mal zugelegt, habe es auch am Anfang, in der Anfangszeit, in meiner YouTube-Anfangszeit sehr oft verwendet. Allerdings benutze ich es im Moment so gut wie gar nicht mehr. Ihr seht es hier im Bild, so sieht es aus. Es ist ein rotes Videomic mit einer Phantomspeisung oder sozusagen einer eigenen Phantomspeisung. Das heißt, dieses Mikrofon bekommt einen 9 Volt Block und mit diesem 9 Volt Block verstärkt es das empfangene Tonsignal, gibt es an die Kamera wieder und somit hat man da natürlich einen deutlich besseren Ton an der Kamera, als wenn man die internen Mikrofone verwendet. Dieses Rode VideoMic hat natürlich auch eine Blitzschuhaufnahme, was also bedeutet, ihr könnt dieses Rode VideoMic auf dem Blitzschuh montieren und es hat auch eine Dämpfung. Es sind hier so Gummis angebracht, diese sollen etwas diesen Wackeleffekt runterdämpfen. Somit habt ihr einen deutlich störfreieren Ton, einen nicht mehr so vergerumpelten Ton und somit kann man mit diesem Mic auch gut arbeiten. Des Weiteren hat dieses Mic auch diverse Einstellmöglichkeiten. Man kann die Dezibel etwas runterregeln und man hat noch einen sogenannten Tritsch, eine sogenannte Trittschalldämmung. Diese Trittschalldämmung kann auch nochmal Störgeräusche etwas minimieren. Angeschlossen wird dieses Rode VideoMic natürlich über einen Standard Mikrofonanschluss. Es ist kein XLR-Anschluss, es ist ein Standard 3,5er Anschluss, Klinkeanschluss, sagen wir einfach mal dazu. Dieser kann in jede Kamera eingebracht werden, die über so einen Anschluss verfügt. Vorteilhaft wäre es natürlich, wenn ihr eine Kamera hättet, an der ihr den Ton pegeln könnt. Das wäre natürlich optimal, so kann man das Mikrofon auch optimal verwenden. Denn wenn man eine Kamera hat, die den Ton nicht pegeln kann, so rauscht dieses Mikrofon sehr schnell hoch, weil die Kamera den Input zu sehr aufdreht und dann hat man ein sehr starkes Tonrauschen. Also, wer dieses Mikrofon braucht, macht es einfach folgendermaßen. Ihr schaut als allererstes bei mir unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich einige Bedingungen und Regeln festgehalten. Ich muss dieses tun, da gibt es Gesetze in Deutschland, also lest euch einfach mal diese Bedingungen und Regeln durch. Wenn ihr mit diesen Bedingungen und Regeln einverstanden seid, könnt ihr hier mitmachen. Um hier mitzumachen, schreibt ihr einfach einen einzigen Kommentar. Bitte spammt hier keine Kommentare rein, denn das verstößt gegen die Community-Richtlinien und könnte euch im schlimmsten Fall sogar euren Kanal kosten. Also bitte einen Kommentar abgeben, indem ihr mir einfach sagt, wofür ihr dieses Mikrofon braucht und was ihr generell mit diesem Mikrofon vorhabt. Ich werde die ganze Geschichte dann auflösen nach dem Einsendeschluss, den blende ich euch hier gerade eben ein in meinem nächsten Flohmarkt und werde dann auch in diesem Flohmarkt den Gewinner bekannt geben.
Wichtig noch, wenn ihr hier mitmacht, ich muss auch nochmal auf die Datenschutzrichtlinien hinweisen. Diese findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, hier eure Daten zu widerrufen und somit werden dann auch alle Daten gelöscht. Deswegen nenne ich auch keinen Gewinner mehr in den Videos und schreibe diese nur noch unten in die Videobeschreibung. So kann ich diese Daten auch schnell entfernen, wenn irgendein Zuschauer das nicht mehr möchte, dass er in meinen Videos genannt werden oder genannt wird. So, das waren genug Ausführungen für heute. Ich möchte hier noch ein bisschen meinen Spaziergang beenden. Es ist ein ziemlich drückendes, warmes Wetter, schwüles Wetter. Hier sind es weit über 30 Grad. Keine Sonne in Sicht, aber die Luft lässt sich kaum atmen. Und tja, da will ich noch mal ein bisschen meinen kleinen Fotoausflug fortsetzen, noch ein paar kleine Fotos machen. Ich habe jetzt hier meine Vollformat-Sensor-Kamera dabei und ich möchte noch ein bisschen hier Sträucher, Blümchen und Tierchen knipsen. Also bleibt mir nichts anderes, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Und damit sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.